einmal kurz zurückgeholt. Das war aber vor 24 Jahren ein bisschen euphorischer. Gut. Ja, ja. Wir sind das Volk, habe ich in Erinnerung. Ja. Nicht ein Volk, wir sind das Volk. Das ist so. So, wir haben als nächstes O, der zur Tagesschau-Berichterstattung vom 9.11. Und Günter Schabowski was sagen will. Hallo, hallo, hallo. Erstmal schönen guten Tag alle zusammen. Schönen guten Tag. Hinkel auch, dass ein Gebäude immer größer wird hier. Die Kräne stehen hier. Da hinten stehen noch Max und Moritz, die entstehen 89 Meter und 76 Meter. Aber ich will zunächst etwas nochmal rekapitulieren, nochmal an die Tagesschau vom 9.11. erinnern. Ich habe sie mir die letzten Tage ein paar Mal reingepfiffen. Ich habe sie mir vorhin nochmal vom Herkommen nochmal reingezogen. Interessanterweise ist es so, dass diverse Passagen von Günter Schabowski tatsächlich beim mehrmaligen Rückklicken, also schaut es euch an, ihr könnt mehrmals zurückklicken, ihr könnt nicht genau verstehen, was er sagt. Das ist hochinteressant. Was ich sagen kann für meinen Teil ist, dass er im Prinzip nur gesagt hat, es wird darüber geredet, aber er hat es noch nicht aufgemacht, richtig? Wie ist der Name? Inga, hallo Inga, freut mich. Falls ihr noch Fragen habt, ich sehe, du warst da auch sehr wach. Anwesend an dem Tag. Wo warst du denn an dem Tag? Nee, lieber nicht? Okay. Das ist mal gut, wenn das sie schnell verzogen und gesagt, nee, da stimmt was nicht. Die Pressekonferenz vom 9.11. In der Tagesschau begann es mit dem Sprecher, der sagte, dass es mehrere 1,5 Stunden so vor sich hin plätscherte. Dann zückte Günter Schabowski 1, 2 Zettel. Ich habe jetzt auch einen, ich habe noch 2 Zettel auch noch in der Tasche, weil ich das nochmal gegengucken muss, was da die verschiedenen Möglichkeiten sind. Begonnen hat er damit, dass er sagte, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Da wurde er selber schon ein bisschen unsicher, was er da eigentlich vorliest. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür die geltenden Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Dann kam die erste Verwunderung auf. Ja, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zu BRD bzw. zu West-Berlin erfolgen. Dann kam was? Was kam dann? Der Trabi-Korso, ja genau. Was kam dann? Mensch Leute, das ist gerade mal 24 Jahre her. Die Presse kam, hat gefragt, wie können Sie es nochmal wiederholen? Und er sagte, wann tritt das in Kraft? Er sagte, das trifft nach meiner Erkenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Erstmal den Satz muss man sich zergehen lassen. Ich gebe jetzt mal dir diesen Zettel zurück. Ich nehme jetzt mal den Zettel, den ich aufgeschrieben habe. Ja! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Die fahren jetzt hier genau vorbei, Max und Moritz. Max und Moritz, diese Rüpel, spielten an einem Pferdepiepel. Pferdepiepel zieht sich ein, Max und Moritz mit ihnen ein. So. Jetzt will ich meinen Geldbeutel kurz halten. So. Mache ich nochmal einen interessanten Zusammenhang, weil es gab ja nicht nur diese Nachricht, beziehungsweise auf diese Nachricht noch einmal ein. Ich habe mir das vorhin auf dem Tagesschau 9.11 nochmal angeguckt, immer schon wieder auf Stopp und Start gedrückt. Lass mir noch kurz die Reinigungsmaschine vorbei, es muss ja immer alles schön sauber bleiben. Günter Schabowski sagte in der aktuellen Kamera am 9.11.89 folgendes, inklusive den Äs. Wir haben uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht,
über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Hat also damals schon so gesprochen wie heute, auch die Politiker sprechen mit viel Ä dazwischen. In der Schule wurde mir noch gesagt, das hat was zu tun mit, dass es besonders intelligent wird. Nee, ich finde es einfach nur, entweder weiß man nicht, was man sagt, oder man ist komplett verblödet. Ich habe auch das mit den Zetteln so gemacht wie Günter Schabowski. Ich habe also das auf drei verschiedenen Zetteln und so durchnummeriert, dass ich immer hin und her gucken muss. Ja, diese Pressemitteilung ist, hat mein Ministerrat beschlossen. So ungefähr hört sich das an. Wenn man so mehrmals zurückgeht, versucht man zu hören, was sagt der. Und es ist irgendwas so ähnliches wie, diese Pressemitteilung ist, hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Damit hat er eigentlich mal deutlich gesagt, dass darüber noch gesprochen werden muss. Ne? Dann kommt, ständige Ausreise an allen Grenzübergängen der DDR zu BRD bzw. Berlin-West kann erfolgen. Darauf sagt der ARD-Tagesschausprecher Erhard Thomas, also auch die Mauer soll über Nacht durchlässig gemacht werden. Das heißt, jetzt haben wir im Prinzip den Mann von der Tagesschau, der das nochmal unterstreicht und der tatsächlich dieses Vage von Günter Schabowski zu einer Wahrheit macht. Ah, es soll also aufgemacht werden. Also ich persönlich sage mal, das, was man, wenn man es von der Tagesschau her anguckt, dann hat dieser Sprecher von der Tagesschau die Mauer, das noch unterteilt und hat gesagt, ja, das ist so, also wird aufgemacht. Im Übrigen geht das heute immer noch so. Da wird was gesprochen und dann kommen die Medien drüber und sagen, ja, so ist es also festgestellt. Und dann sind wir damit zufrieden. Das war also der zweite Punkt. Später sagt er also nochmal, also diese Nachfrage war auch zwei, dreimal hintereinander. Also Genossen, also mir ist das hier mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Mir ist das mitgeteilt worden, dass solch eine Mitteilung, naja, und so weiter, heute schon verbreitet worden ist. Die müsste eigentlich in ihrem Besitz sein, sagt er zu den Journalisten. Und dann kommt eben dieser Satz, das trifft nach meiner Erkenntnis, ist das sofort unverzüglich. Jetzt gehe ich noch darauf ein, was danach kam. Das ist nämlich auch sehr spannend. Danach kommt ein Schnitt und es ist der junge Wolfgang Schäuble zu sehen. Unabhängig, gleich danach. Und das Interessante ist, also die Mauer ist noch gar nicht wirklich offen, die Trappis sind noch gar nicht drüben und schon kommt die nächste Mitteilung von Schäuble. Ich kann auch jedem nur empfehlen, guckt euch das an, macht rein, Tagesschau 9.11.89, guckt euch die Reihenfolge an. Der Sprecher sagt, angesichts der vielen Übersiedler hat Bundesinnenminister Schäuble die Bürger der DDR auf den akuten Wohnungsmangel in der Bundesrepublik aufmerksam gemacht. Nach einer Kabinettssitzung sagte Schäuble heute im Bundestag, jeder Übersiedler müsse damit rechnen, dass er auf längere Zeit wahrscheinlich schlechter wohnen werde, als er es in der DDR gewohnt gewesen sei. Das lasst euch mal zergehen. Was man vergisst so schön. Und wenn man es genau anguckt, dann sagt man, was ist da los? Übrigens, Herr Schäuble, das hat sich bis heute nicht verändert. Wir haben immer noch Wohnungsnotstand. Und trotzdem werden da Häuser gebaut. Für sauteures Geld. 8.000 Euro da oben, 5.000 Euro da. Und die Menschen werden vertrieben. Es hat sich nichts verändert. Genau. Hey. Ihr seid ein Volk. Ihr seid ein Volk. Ihr seid mir schon so ein Volk. So, nochmal. Ich sag diesen letzten Satz nochmal. Jeder Übersiedler müsse damit rechnen, dass er auf längere Zeit wahrscheinlich schlechter wohnen werde, als es in der DDR gewesen sei. Wer sich mit dem Gedanken trage, in die Bundesrepublik zu kommen, sollte dies vor seiner Entscheidung bedenken. Das heißt, die Tagesschau hat jetzt ganz deutlich nochmal eingeladen, hat gesagt, ja, komm rüber. Nee, im Prinzip heißt es, es ist offen, aber bleibt mal schön da, weil wir haben selber Wohnungsmangel. Also ich würde sagen, von meiner Sicht aus hat sich zunächst selbstverständlich die Bevölkerung in Berlin und der ehemaligen DDR sehr gefreut, weil die es kannten, nicht frei reisen zu können.
Wie bitte? Sag nochmal. Also erstens mal habe ich eine große Phobie gegen den Begriff ehemalige DDR. Wenn, dann war es alles mal bis September oder von mir aus bis 9. November die ehemalige Bundesrepublik. Und die DDR ist, wie sie war. Und heute ist es die neue Bundesrepublik, leider. Nein, nein. Also nochmal genau. Es war die DDR. Achso, es war die DDR, ja, okay. Es war die DDR. Ja, und was haben wir heute? Die neue Bundesrepublik. Wer sagt denn ehemalige Weimarer Republik oder ehemaliges Deutsches Reich? Das heißt ja, es würde heute ein Deutsches Reich geben. Nee, es gab die ehemalige Bundesrepublik, es gab die DDR und es gibt die jetzige Bundesrepublik. Die neue, mit sehr merkwürdigen Gegebenheiten. Auch mit viel, viel, viel Überwachung. Weißt du, jetzt ist das Mikrofon eigentlich meine Öffnung. Was? Jetzt quatscht jeder mal kurz rein. Was ist? Ich habe noch einen Punkt. Ich wollte nur sagen, es gab auch West-Berlin und die West-Berliner wurden gar nicht gefragt. Die wurden einfach einverleibt, obwohl nicht alle dafür waren. West-Berlin hatte sehr viele Vorteile. Es gab keine Armee, es gab keine Waffen. Wir haben die Bundesrepublik nicht gewählt. Wir waren hier eine freie Stadt. Leider ist es auch vorbei. Ne? Auch das. Auch das. Ich sag mal, auf der westlichen, also auf der ehemaligen BRD-Seite, also auf der BRD-Seite, gab es ja so viel Brot und Spiele, dass da es noch ein bisschen von einem Aufstand entfernt war. Was meinst du? Jetzt kommt noch der dritte Punkt bei der Tagesschau. Also wir hatten den Schabowski, wir hatten den Schäuble, der abgeraten hat zu kommen, weil wir Wohnungsprobleme haben im Westteil. Und jetzt kommt der dritte Teil der Tagesschau und das ist Helmut Kohl. Helmut Kohl hat an dem Tag das erste Mal Polen besucht. Ist auch spannend, genau zu der Zeit. Was Jurecki? Hat er Polen besucht, so wie Kohl sagte, auf Grundlage gemeinsamer christlicher Wertvorstellungen. Also ich sag mal, dieser lange Kampf zwischen Kapitalismus, Kommunismus, in Klammern der Vatikan und so, die sich damit eingesetzt haben. Ich würde also einmal kurz das noch untermauert. Der Grund des Besuchs war es, dass er mit Nachdruck gesagt hat, man will dem Polens Wunsch zur Oder-Neiße-Grenze nicht nachgeben. Das ist interessant. Das ist ein ganz, ganz interessanter und wichtiger Punkt. Und der ging so auch nebenbei unter. Da hinten ist leer. Somit habe ich die 9.11. die Tagesschau jetzt erstmal kurz abgehandelt. Übrigens, heute Abend mache ich in der Küste im RAW-Tempel nochmal eine O-Show, wo ich eingehe auf den 18., also 19, auf den 9.11.1918, 23, 38, 89. Lauter wichtige Daten und auch sehr merkwürdige Daten in der deutschen Geschichte. Ausrufung der Republik, Putsch von den Nazis. Am 23, 38, Reis. Wie heißt dies? Das ist das Ding, nicht Reichskristallnacht, Reichsprochromnacht. Ganz klar, Leute, Reichskristallnacht ist auch ein Name von den Nazis. Da hat sich überhaupt nichts kristallisiert, da hat sich im Prinzip was verdunkelt. Man müsste es eigentlich die Reichsverdunklungsnacht nennen oder das ist die menschliche Verdunklungsnacht, sonst wie. JFK sagte übrigens auch mal, eine Mauer ist besser als ein Krieg. Das sage ich mal, unterstreiche ich mit hier. Weil diese Mauer ist ja nicht, Gott sei Dank keine Mauer mehr, wo Menschen festgehalten werden, sondern nur noch als Denkmal dienen. Dieses Denkmal wird hier willentlich außer Kraft gesetzt. Ein Politiker aus dem Bezirk her, der Baustadtrat Panhoff, sagte einem unserer Mitglieder, dass wir von der Easter Gallery den Bezirk, wie hat er sich so schön ausgedrückt? Was hat er gesagt? Genau.
Er sprach davor, ihr mit eurer Arbeit, ihr ruiniert ja den Bezirk. Ich gebe das mal zurück. Liebe Politiker der Bezirksebene, liebe Politiker der Landesebene, Senat, ihr ruiniert den Bezirk mit dem, was er hier tut. Ihr ruiniert das Moralische, für was es hier steht. Ihr ruiniert das Internationale, wie hiermit umgegangen wird. Dieses Ansehen ruiniert ihr. Könnt ihr gerne mal darauf reagieren. Das hier ist kein Bezirksproblem, das ist kein Landesproblem, das ist im Prinzip eine Bundesangelegenheit, eine europäische Angelegenheit, eine internationale Angelegenheit. Und dass wir da eigentlich auf Leute wie Panhof zugehen, auf Bezirksleute, auf Senatebene, ist eigentlich ein Witz. Das hier ist eine ganz internationale Angelegenheit, die friedliche Überwindung des Kalten Krieges. Friedliche Überwindung unmenschlicher Bedingungen. Und die nicht von irgendwelchen Politikern aufgelöst wurden, die wurden vom Volk aufgelöst, von vielen Menschen aus dem Volk, auch vielen aus der Jugend. Es gibt hier das Jugendwiderstandsmuseum, könnt ihr mal reingehen, könnt ihr euch anschauen, wie die Jugend sich damals auch schon für eingesetzt hat. Seitens der DDR, nicht seitens der BRD. Ich bin in München, in Bayern aufgewachsen, weil meine Eltern auch selber, mein Vater ist ein paar Tage vom Mauerbau von Ost nach West, Mutter auch von Thüringen rüber. Ich bin also ein Frühflüchtlingskind, realisiere das jetzt erst langsam. Und in Bayern hat das keinen interessiert. Da war das echt so, die Leute, naja, da gibt es irgendwie eine Mauer, da gibt es sowas, aber sonst haben wir keine Ahnung, was interessiert uns das. Den habe ich mal gesagt, es gab übrigens verschiedene Möglichkeiten der Grenzziehung und eine Grenzziehung wäre über Bayern gegangen. Da wird nämlich dort auch anders gedacht werden über den heutigen Zustand. Einen letzten Punkt hatte ich noch, dann gebe ich weiter. Ich sage einen letzten Satz zum Thema Denkmalschutz zu dieser Gegend. Der ist mir vor kurzem, weil ich dachte, das muss ich mir merken. Der Denkmalschutz wurde hier aufgrund kommerzieller Interessen illegal aufgehoben mit dem Bau dieses Gebäudes, mit der Öffnung vorne bei der O2 Arena. Ich wiederhole es nochmal, der Denkmalschutz wurde aufgrund kommerzieller Interessen illegal aufgehoben. Und ich finde nicht, wir sind das Problem und auch nicht der Kani, wenn er hier an der Mauer malt, selber den Denkmalschutz eigentlich versucht einzuhalten, sondern all die, die sagen, naja, wer Geld hat, der möge hier bauen, wir machen dann die Mauer Stück für Stück weiter auf, in 10, 20 Jahren ist dann vielleicht gar nichts mehr von übrig. Deswegen sind wir heute hier, damit das verhindert wird. Vielen Dank. Vielen Dank auch.